Hallo Bärchen! Na, guck mal, wer hier neben mir sitzt. Jetzt sieht man nicht nur die Hände oder die Füße. Jetzt gezwungenerweise quasi. Ja. Gezwungenerweise quasi. Du bist schuld! Genau. Du bist schuld! Ja, der Grund dieses Videos ist folgender. Wir wollten, oder besser gesagt, wir haben dein Video uns mal angeguckt zum einjährigen Bestehen. Nochmal Töfte, wirklich richtig geil gemacht. Problem ist nur, ich habe jetzt irgendwie voll Bock auf Yesdorty. Ich komme mir das nachher mal abholen bei dir, ne? Stell's im Kühlschrank. Hol zwei noch. Hast du noch zwei? Ach, teilbar. Okay. So einfach geht das. So einfach geht das. Nein, und ja, ich muss sagen, es ist erschreckend, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Stimmt. Und ich finde es cool, dass du ein Jahr schon durchgehalten hast. Ich weiß noch, als er mir das erste Mal davon erzählt hat, dass er einen YouTube-Channel machen will. So ganz nervös. Hat alles halb so wild. Hast du ja gemerkt? So ein Jahr geht verdammt schnell rum. Ja. Und man kriegt auch hier, ne, Leute dazu, irgendwas bei YouTube zu machen, die gar nichts damit zu tun haben. Ich mach doch gar nichts. Nein, du hast ja überhaupt nichts damit zu tun. Du bist ja einfach nur in die Creativerse-Aufnahme gestolpert. Ja. Weil du zufällig gerade zu dem Zeitpunkt, als Alex und ich aufnehmen wollten, on warst im Teamspeak. Genau. Ja, und seitdem... Ich habe wohlgemerkt gefragt, ob ich aufgehen soll, damit die beiden aufnehmen können. Und die beide gesagt, nein, brauchst du nicht. Richtig. Und so bin ich zu Creativerse gekommen. Ja, und ich glaube, jetzt, wenn Kia nicht mehr dabei wäre, wäre es nicht mehr das Gleiche, was es jetzt halt ist. Sie würden mich vermissen. Ja. Hey. Ja. Alle so, vermissen mich. So die Stimme. Im Hintergrund. Aus dem Nirgen, aus dem Nichts quasi. Bin ich Gott? Nein, bin ich nicht. Nein. Hätte ja sein können. Ein bisschen? Ja, richtig, richtig. Und Hector, mein Freund, musst du weitermachen. Musst du definitiv weitermachen. Man hat bei solchen Spielen keine Hose an. Das ist nur Hosenverschleiß. Zum Glück gibt es, nennt sich das Facecam und nicht Hose. Egal. Hosencam! ja, so okay. Ist das halt. Und ja, die Gamescom dieses Jahr war, du warst ja leider nicht dabei, war eigentlich die geilste Gamescom, die wir beide bis jetzt erlebt haben. Ich habe was Produktives gemacht. Ich war auch... Ja, okay, egal, mal weiter. Gamescom. ich fand das wirklich irgendwo richtig geil, dass man die Leute da nicht nur... Oder dass man die Leute jetzt mal so ein Gesicht von den Leuten hat und sie mal in live gesehen hat und nicht immer nur irgendwie über Teamspeak gehört oder halt in Videos per Facecam gesehen. Und ich muss sagen, das hat so einen Spaß gemacht auf der Gamescom mit den Leuten, dass sie genauso verrückt sind, wie sie eigentlich auch in den Videos sind. Das finde ich so erschreckend eigentlich, ja, aber im positiven Sinne. Kann ich mir gut vorstellen. Also. Vor allem so ein Alexedon, der ist... ja, okay, den hat man jetzt nicht... Hi, erstmal. Den genau. Hat man jetzt nicht so oft gesehen. Nein, den fand ich... Nein, aber richtig. Aber hier so den Thorsten, den genau. Pascal... Crispy Time. Tut mir leid, ich bin mit dem. Genau, also Thorsten ist Crispy Time. Genau. Pascal, Herr Lupo. Dann Martin, klar, von Virtual Studios. Hi Martin! Und dann ist. Ich vermiss dich auch! Ja, sie hat alles mitgekriegt, Martin. Alles, alles. Aber wir reden jetzt nicht über euch, sondern über, über unser Bärchen. Genau. Und ja. Ich möchte fast schon sagen, dass die YouTuber, die wir jetzt halt kennengelernt haben, nicht nur YouTuber sind, sondern irgendwo auch schon Freunde für uns geworden sind. Und ja, es macht einfach nur Spaß mit denen, was zu unternehmen. Und ich hoffe, wir haben, oder ich hoffe, wir beide, oder wir drei besser gesagt, machen noch ein bisschen was zusammen. So auf die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht auch Jahrtausende, mal gucken. Also ich werde es wahrscheinlich überleben. Überleben? Über euch überleben. Nein. Okay, ich bin morgen tot. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Und ja, ich hoffe, da kommt noch so ein bisschen was. Und die neuen Projekte, die wir ja auch im Start haben, über die wir jetzt natürlich noch nicht viel erzählen möchten. Okay. Was ja logisch ist. Ja, auf jeden Fall. Es soll so eine Überraschung werden. Surprise. Surprise, surprise. Praline. Keks. 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 Nein, ist leer. Achso. Ich habe keine Kekse. Ja, und deswegen freue ich mich darauf, mit dir weiterhin was zu machen, mit den anderen natürlich auch. Ja, und möchten einfach nur noch, eigentlich möchten wir nur sagen, haben wir erstens klasse Video gemacht und
alles Gute zum einjährigen Kanalbestehen bei YouTube. Genau. Des Weiteren sind nicht nur wir beide die, die dir gratulieren wollen zum Einjährigen. Da wären noch eine Handvoll andere Leute quasi, die auch was dazu sagen möchten. Unter anderem Herr Lupo, Crispy Time, Alexedon und Martin von Virtual Studios. Und an die gebe ich jetzt einfach mal ab. Viel Spaß, macht's gut. Tschüss. Ach, PewDiePie, da ist schon Stil. Oh, hallo, ich habe dich ja noch gar nicht gesehen. Mein Name lautet Herr Lupo und willkommen zu meiner Danksagung an Herr BRLP. Sie fragen sich bestimmt, wer ist dieser Herr BRLP? Tja, und jetzt will ich mal ein bisschen was über ihn erzählen. Herr BRLP, schon bestimmt über 1,5 Jahre insgesamt auf YouTube. Und angefangen hat alles mit dem Kanal Sushi und BRLP. Sie fragen sich bestimmt jetzt, das ist auch eine berechtigte Frage, was macht ein Sushi und ein Bär auf einem Kanal? Das ist ja eine Frage. Aber sie hatten echt coole Videos gemacht, in denen sie Spiele gespielt haben. Aber am Ende ist irgendwie was dazwischen gekommen und Herr Bär wollte eher Gaming-Videos machen, was auch gut ist, Alex, ja. Und ja, dann gründet er den Kanal Herr Bär LP. Ungefähr so sieht er aus. Also wie man ihn sich vorstellt, ne? Und ja, jetzt ist er schon über ein Jahr auf Herr Bär LP und ich wollte mal an Herr Bär jetzt ausgerichtet. Mal wirklich, Dominik, was machst du da? Hast du meine Akten noch nicht sortiert? Tja, solltest du aber. Praktikanten, ne? Naja, auf jeden Fall wollte ich nochmal alles Gute an meinen Freund Alex oder Herr BRLP ausrichten. Und ich möchte auch mal ja ausrichten, dass er bestimmt 10 weitere schöne Jahre auf diesem Kanal bestehen wird. Und hoffentlich weiterhin schöne Videos mache. Bis dahin, cheerio! Hallo und herzlich... Nee, das passt diesmal nicht. Hallo, lieber Herr Bär. Besser. Du bist ein super cooler und lieber Typ. Machst auch geile LPs. Wir haben uns dieses Jahr auf der Gamescom getroffen, was echt lustig war. Und nun bist du schon ein Jahr YouTuber. Sie werden ja so schnell erwachsen. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute dazu. Mach auf jeden Fall weiter so. Ich werde dir auf jeden Fall treu bleiben. Dein Martin von Virtual Studios. Moin Leute. Hier ist euer Crispy Time. Und ja, das ist ziemlich ungewohnt, jetzt hier mal das erste Mal vor der Kamera zu sitzen und mich hier selber zu sehen. Aber es gibt einen speziellen Grund. Und zwar Alex, alias Herr BRLP. Heute ein einjähriges YouTube-Jubiläum und dazu gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Hier bekommst du deinen Strauß Blumen von mir, der natürlich schon länger unterwegs war, das kannst du glaube ich sehen. Aber nee, aber jetzt mal wieder ernst der Sache. Ich finde es schön, dass du es so lange durchgehalten hast, ein Jahr lang. Und ich freue mich auf weitere Projekte mit dir und Alex. Halt die Ohren steif, mach das Beste raus, mach deine Projekte weiter und wir sehen uns, Alex. Hau rein und mach das Beste.